einfach zusammen. Ich halte dich im Arm, Sonnenuntergang. Und wir gehen heute Nacht ein Einhorn fangen zusammen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Abenteuer von Rider Hope 5. Mit dem nächsten Tag, Dönerstag, der ersten Woche in China. Und was? Wir beginnen mit Kommunikation. Ja, das wollte ich sagen. Tja, jetzt hab's ich gesagt. Ja, das hast du wohl. Ich habe die Liste vorbereitet und wir werden sehen, was passiert. Oh! Das ist der Stampfer. Nein. Das ist Aufstehen. Nee. Das ist auf Hochgehen. Warte, jetzt muss ich mal kurz gucken. Also. Nein, erst. Das erste war das Steigen. Steigen nennt man das. Das Steigen. Ja, wir machen nochmal das zweite? Nein, ich will erst das Steigen sehen. Ich muss es aber erst suchen. Das da, das ist nämlich das Zittern. Das ist das Zittern, ja. Das Erziehung Muttermilch. Das Zittern ist Erziehung Muttermilch. Aha, macht natürlich Sinn. Wo ist Muttermilch? Erziehung Muttermilch. Ah, das war richtig. Und das Steigen? Da, Steigen. Ja, Technik Beinheben. Ist es dann Spiel? Ja. Oder? Nee. Ja, doch, kann sein. Oder warte mal, Steigen plus Wiehaha. Steigen plus Wiehaha, ja. Ist Erziehung nicht aufbäumen. Aha. Erziehung nicht aufbäumen. Ah. Oh, gut, siehst du. Schön peitschen. Pass auf, jetzt schlägt sie es. Das ist irgendwie ein ganz komischer Stock. Okay. Und was war das letzte? Das ist ihre Gerte. Oh, das ist das. Das ist die Laola-Welle, glaube ich. Das ist die Laola-Welle, ja. Ach, das hatten wir beim letzten Mal schon. Ja, Zärtlichkeit so. Kratzen. Aha. Zärtlichkeit ist blau. Zärtlichkeit. Kratzen. Nase küssen. Das ist wohl ein Kratzen. Jo! Oh, jo, leck mich. Gott, bin ich gut. Wie es guckt, total unheimlich. Ja. Ich konnte mich das letzte Mal wegschmeißen, als das Pferd so auf einen zugekommen ist und dann so einen Schmatzer gemacht hat. Ja, so süß, ne? Das ist doch, also, das macht doch kein Tier, macht sowas. Natürlich nicht, aber es ist so süß. Oh Gott. Das war schon cute. Ich dachte mir, was ist denn nur los? Das kann doch wohl nicht wahr sein. So, Dressur. Oh, darf ich oder sagst du? Nein, du machst chinesischer Dressur und ich mach das strong. Links, rechts. Links, ja, rechts, danke, rechts. Dann. Und passt alles, super, super, leicht, super, danke, super, danke. Super, danke, danke, der passt, leicht, leicht. Alten und Glüsen. Der versammelte Klapp. Links, rechts, du musst drücken. Ich hab dich zu lang. Stalkel, Tralp. Ja, Tralp, Tralp. Trab. Ja, Trab. Stackel, Tralp. Du musst skippeln. 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 Du musst drücken. Drück. Drück jetzt! Drück! Ich kann es gar nicht ohne R. Drück. Drück. Nein, das ist ja auch ein R drin. Glück. Glück. Glück links und rechts. Oh, ich habe vergessen zu glücken. Nein, ich habe vergessen zu glücken. Das ist schwierig. Du bist schwierig. Ich bin ja auch ein Chinese auf dem Kindtribis. Chinese mit dem Kindtribis. Ja, sitzen auf dem Pferd und redeten was. Der ist der Benzig. Was ist denn das? Dli, genießen, leiten, Dressage, Dressas, Dressur. Ja, was glaubst du, wie ein Chineser Dressur? Der macht das gar nicht, der isst das Pferd einfach bloß. Ah. Da wird es erstmal gekocht und dann gibt es Pferd Chop Suey. Chop Suey? Ja. Via Chop Suey. So schnell kann es gehen. Links, rechts. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links und rechts und links und rechts und strong und links und rechts und links und rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Jö. Das war sehr gut. Weiter schöne, so. Schöne. Mein Gott, das muss ich skippen. Guck mal, wie schön die Hufabdrücke wow, sind. Wow, die Hufabdrücke sind der Hammer. Das ist aber deutlich besser als die Dressur, die ich abgeliefert habe, muss ich dazu sagen. Ja? Ja, aber da konnte ich ja auch im Galopp traversieren nicht. Oh. Da habe ich das nicht gemacht, weil ich keinen Bock hatte. Weil du keinen Bock hattest? Ja, ja, weil ich konnte es zwar, aber ich wollte halt nicht. Oh. Ja, ja, so war das. Genau so war das. Ich kannte sie eigentlich alles, voll easy peasy, aber manchmal hat man halt nicht so Lust, ne?
Ist halt dann so. Ja, ist halt immer so eine Sache, ne? Ja, mit der Lust. Genau, und dann, mein Gott, und dann reitet man da immer und macht jeden Tag dieselben tollen Kühen und kriegt immer 10 von 10 Punkten. Irgendwann ist mal Schluss. Irgendwann ist es auch langweilig, wenn man immer der Beste ist. Ja. Ist genauso wie mit dem Geld. Immer reich zu sein. Immer reich zu sein tut es auch nicht schön, ja, genau. Mal so ein bisschen auch am Existenzminimum kratzen. Das ist das, worum es im Leben geht. Immer nur zu viel von allem haben. Das ist schade. Man kann nicht immer nur RTL-Angestellter sein. Bam, bam, oh, jetzt kommt, jetzt hast du es versaut, die Pirouette. Ja. Jetzt dachte ich, das Pferd fällt einfach um. Oder macht einen Haufen oder so. Ja, genau. Sowas. Wenn du mal ein paar Pfeile falsch drückst, fällt es um. Ja. Ja, es verdingst dich dann. Tu das den mal schreiben. Tu das denn. Wen denn? Den Lexis Namorüke? Ja, entschuldigen Sie, ich habe falsch gedrückt, ihr Pferd ist nicht umgefallen. Übrigens, macht mal neues Reiterhof. KK, thanks. Ihr Spackos. Ihr Lauchs. Aber das hat ja, es gibt ja Retterabenteuerhof. Retterabenteuerhof, ja. Da gibt's ja jetzt ja die neuen Teile und da ist ja die Grafik auch total anders. Wo gibt's da neue Teile? Das neueste ist doch das 7 und das ist auch schon 3 Jahre alt oder so. Keine Ahnung, das hat mit der anderen Grafik, was nicht die diese Grafik hat. Das ist doch, du nennst das Grafik? Das ist doch das nicht diese eine Pixel Beleidigung. Hat. Das nicht diese Pixel besitzt. Und ich meine, die sind, glaube ich, nicht so cool. Nicht so cool? Ja. Ich dachte, das 7er ist voll cool. Was ist das 7er? Das 7er ist das mit den Mustangs. Oh, das kenne ich nicht. Was ich doch im Moment spiele, ist das Pferdeflüsterin. Ja, das ist aber auf der Wii. Ja. Das gibt's ja nur für die Wii. Echt? Ja, nee, das gibt's nicht. Nee, das gibt's, glaube ich, nicht Multiplattform. Auf jeden Fall, das spiele ich gerade und das ist. Ist ätzend? Ich weiß nicht, ich kann mich mit dieser Grafik und so mit den. Das ist so anders. Ich finde, das ist kein Abenteuer auf dem Reiterhof mehr. Das ist ein Spiel. Ja. Was jemand entwickelt hat. Achso, das ist kein Spiel. Nein, das ist schlecht. Das ist Abenteuer auf dem Reiterhof. Achso. Das hat so seinen eigenen Charme, oder was? Ja. Okay, alles klar. So, dann haben wir als nächstes Springen. Ich frage mich, warum die Dressur weißt du, immer... Weißt oder soll ich? Ich springe. Alles klar. Warum? Obwohl, nein, warte, ich reite. Das ist nicht blöd, weil es zum Umgreifen total Ach, behindert komm. Ist. Ja, dann los. Das kriegst du schon hin. Los, mach! Hör auf zu labern, mach! Gott, bin ich gut. Ich bin der Champion des Springreitens. Man sagt ja immer, dann blinkt es halt zweimal so schwul wie so eine... Wie so eine Ampel? Eine scheiß Ampel, ja genau. Stell dir vor, du fährst und dann blinkt es kurz grün. Und dann denkst du so, und dann denkst du, ich fahr. Und dann war es aber eigentlich rot. Und dann so, hä? Genau. Und genau so fühle ich mich bei dem Spiel, wenn ich das spiele. Mit diesem komischen Ampelscheiß da unten. Und dann kommt die Polizei. Ja. Warum sind die überhaupt rot geparkt? Genau. Und was macht der Kontrabass hier? So, jetzt. Speedy! Nein, auch okay, nicht. Fuck! Aggressionen! Aggressionen! Vom Reiten! Ich hab doch gedrückt! Ja, aber halt. Ja, aber halt. Aber halt auch scheiße. Wegen Spät. Nur wegen Spät. Wieso? Ach so, wegen dem Balken. Ja. Oh. Da war ich letztes Mal doch ein wenig besser. Ja, habe ich doch gesagt. Ich sag ja nicht umsonst, mach du das lieber. Ich denk mir schon dabei was. Ja. Und ich dachte mir, weil ich letztes Mal so schlecht war und wieder gedisst wurde, dachte ich mir so, Wieder gedisst? Ja. Ja, vielleicht hast du es gebraucht. Oh ja, komm, diss mich, Motivation, ich brauch das. Dass du dann beim nächsten Mal besser ist und dann nicht sagst, ach, ich mach das nicht mehr, mach du's. Oh, wir dürfen nicht zwei schleifen lassen. So, los! Okay, nächstes Mal mache ich das wieder. Ja, würde ich auch sagen. 3 haben wir noch, ich werde versagen. Wie viel darf ich haben? Wie viel Pilze? Oh, noch einmal reißen darf ich? Nee, oder? Doch, das sind bei den X-Shot 2 von 3. Oh nein, wir haben Zeitfehler. Was, ist auch zu langsam? Ja, oh Gott. Wo hast du gesehen, der war erst grün, erst rot und dann grün? Nee, das waren 2 Verweigerungen dort. Ja, eine 7, okay, verschlechtert. Aber wir müssen auf 8. Wir haben uns um 3 verschlechtert. Okay, das heißt dann springen, powern. Ach Gott, jetzt haben wir Gemeinschaftsraum noch. Dann machen wir Köffelt ein nicht mehr und hauen dann lieber im Spring rein. Oh, spring, reinhauen, spring, 2 hauen, 3 auch. Ich will nicht mit Miguel reden, das ist so ein... Ich dachte, sie verstehen sich jetzt so gut, das müssen doch rumkuscheln. Komm, red mit Carol. 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 Carol.
Ja, ja, das war's dann das wohl. War's schön, wohl. Dass man so früh im Spiel schon so wenig zu tun hat. Back to the Roots Plan. Wir machen einen Tag des Sprungs. Ja, also einmal springen. Und Gemeinschaft, dann hier Zimmer und Geschäfte, weil Beliebtheit. Ja, springen. Dann springen mach zweimal. Doch erst Geschäfte, dann kannst du dich im Zimmer auch noch umziehen. Wieso will ich mich umziehen? Weiß nicht. Weil du Zimmer gemacht hast? Geschäfte, Zimmer. Du hast doch schon Zimmer drin, dann mach doch springen. Geschäfte. Was ist denn deine Logik? Springen? Ich verstehe es nicht. Mach mal ich Noten. Ich mach mal Noten. Deine Mutter macht Noten. So, was? Ja, okay. Wollte nur gucken. So, und jetzt gehe ich mal Geschäfte. Mach nochmal Noten. Wir müssen dann nochmal vielleicht ein Niveau des Fohlens machen. Nicht, dass es sinkt. Ja, vielleicht okay. Das war ganz gut, ja. Also, jetzt mach weiter den Tag und dann haben wir noch einen Samstag. Oh, aber am Samstag wird gewertet. Was haben wir jetzt gemacht? Geschäfte. Geschäfte. Du hast gesagt, ich soll erst in die Geschäfte gehen. Ja, dann kannst du dich ja, da gibt's doch nichts. Da gibt's doch nur Kacke. Ja, du wolltest doch in Geschäfte. Aber das bringt doch keine Beliebtheit. Ah, ja, dann ein drei natürlich. Guck ja, mal, kauf ein. Oh, kaufen. Mein Gott, Häslan, ey. Was nur die Dreier. Komm, die da. Ja, die Dreier. Gott, das ist schön. Oh, wow. Gibt's da vielleicht. Ich finde die schön. Ich finde 3000 schön. Ich kann mir da nicht helfen. Da. Brauchst aber 3 Beliebtheit. Ja, ich. Kauf auch 3. Nee. Können wir nicht was anderes kaufen, was noch mehr Beliebtheit bringt? In so ein Klabumsch irgendwo? Ja, gehen wir halt raus. Aber da, schau, das ist billig. Das bringt auch 3 Beliebtheit. Wir können doch nicht einfach immer jeden Dreck kaufen. Ja, aber Beliebtheit. Aber den anderen Klabumsch-Zeug haben wir schon gekauft. Ja, eben, deswegen kauf Beliebtheit. Da nochmal. Kauf Beliebtheit. Was ist denn das für eine Message, die da vermittelt wird? Links. Links? Was? Ja, denn da, links? Die sind 3. Die Hose hatte 2 Beliebtheit. Ja, aber was? Das ist so teuer. Und was bringt denn. Wenn ich mir normale Klamotten kaufe, bringt die auch Beliebtheit. Da steht's doch, plus 1 Beliebtheit. Aber ich meine normale Klamotten. Ja, die kannst auch kaufen. Ja, dann gehen wir doch dahin und nicht hier die ganzen Reitklamotten, die ich eh nur beim Turnier sehe. Oh. Und da gibt's doch vielleicht noch Läden, oder? Nee, gibt's keine Läden mehr. Gibt's hier noch 2 Läden? Nee, 3. Wie immer, nee, 4 gibt's doch, oder? 4 waren's immer. Wo sind die anderen? Da ist doch noch einer. Ja, aber schau, das bringt auch 3 Beliebtheit. Ja, dann kostet nur 300 Kreuzer. Kauf's ein. Kreuzer. Oh, 4 Beliebtheit, 500 Kreuzer. Oh, wir haben nicht mehr genug Kreuzer dafür. Scheiße! No. Oh, was? 600 Kreuzer? Wieso sind die so teuer? Ich habe nur noch 399. Dann gucken wir, dass wir vielleicht am Samstag nochmal kaufen gehen und dann haben wir das Geld schon zusammen. Ja, naja. Meinst du, wir verdienen jetzt bis Samstag nochmal so Fülle? So Fülle? So bestimmt. Fülle. Wenn man das als letztes macht, dann auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal. Ja, ich guck mal. Oh, jawohl, das braucht man immer. Also komm, easy, Geld springen, sparen. Go. Springen. Wer ist das? Ich mach die Leertaste. Ja, okay, dann los. Los! Mal schauen, wie wir das hinbekommen. Gut, aber kein Zeitfehler dürfen wir nicht haben, ne? Ja. Also muss man ein bisschen Geschwindigkeit machen. Ja, aber auch nicht so. Ich mach jetzt nicht langsamer. Aber auch gescheit anreiten, ne? Nicht langsamer. Lass mir auch gescheit anreiten. Ja, gescheit anreiten, auf jeden Fall. Weil das nächste, das kommt so plötzlich. Ich mach auf jeden Fall nicht langsamer. Das kommt so plötzlich. Plötzlich? Oh, genau, das meinte ich. Kommt so schau, plötzlich. Wie gut! Bring. Oh, und dann gehen wir hier so links herum. Boah, ich freue mich schon auf Sechser. So. Ist das so viel besser? Ich find's so cool, das Springen ist so cool, das ist alles so kurz, das ist so cool. Okay. Da dauert das nicht, da musst du mal keine 500 Millionen Sprünge machen. Sondern ich hab das Gefühl, du findest das ganz cool. Ja, Mann! So, okay. Wie sieht denn hin? Einen weißen Motorradhelm hat sie auf. Wir haben nur ein PS. So, und jetzt. Gut. Bislang noch kein Fehler. Oh, bitte sag das nicht, weil jetzt mache ich bestimmt den nächsten Fehler. Ja, pass auf, gleich wirst du versagen. Nein! Mit super smooth action camera power styles enhanced mod craziness. Nein! Was wird das? Was tust du? Du hast nicht gesprungen. Ich habe gedrückt, aber es ist nicht, weil es doof angeritten war. Ja, ich wusste nicht, dass das Hindernis da steht. Oh nein, jetzt haben wir 12. Ach komm schon. Und das meine ich mit schreit's gescheit an. Ja, was soll ich machen, wenn das genau vor mir steht? Oh, dann musst du gescheit anreiten. Ja, es war genau vor mir. Ich kann dann nicht mehr anders anreiten. Wir haben nur noch 7 Sekunden. Ja, dann spring mal gescheit. Ja, super. Ja, schlecht. Was machst du denn? Ja, schlecht. Gut. Was machst du denn? Ja, schlecht. Was machst du?
Ja, 8,3 ist doch toppi. Schau mal, jetzt sind wir 7,8 und dann hauen wir jetzt gleich nochmal fett rein. Ich hau dir gleich eine fett rein. Von wegen. Also, Zimmer beginnen und jetzt schauen wir mal da in das Ding. Mach mal nicht so einen hier auf Muskelboy, Mädchen. Muskelboy? So. Was ist denn das für ein Zimmer? Da geht ein Bach durch. Ja, geil, ne? Ich bin nicht sicher, ob das so geil ist. Komm, wir ziehen sie mal um. Ja, los. Mach mal schwarze Haare. Yo. Und das, guck mal, das sieht doch sexy aus. Machen wir nochmal das andere, das rote. Da hat sie voll die breiten Schultern. Nein, warte, das andere. Das so. Ja, da kommt sie so Muskelman. Ja. Lass es doch an, das Muskelman-T-Shirt. Nee, das ist nicht das Muskelman-T-Shirt. Ich fand's cool. So. Die Schuhe sind echt immer ganz gut. Aber schwarze Hose. Ja. Nee, die ist zu dunkel. Ja. Das Outfit, was Flora da rechts im Bild hat, das kann man gar nicht tragen, oder? No. Das finde ich auch ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. So, was gibt's hier denn noch? Nichts, nur ein Laptop. Ach, da komme ich gar nicht hin. Doch, du musst da weiter rechts laufen. Moment, ernsthaft, du kommst nicht an den Laptop ran? Ja, da gäb's doch irgendwo noch für die, wegen den Figuren und so. Geh mal davor, genau. Ach so, dass wir uns den Tipp noch ansehen. Ja, obwohl wir jetzt dann schon fast alle haben. Was ist das? Ja, da ist es. Es sind 4. Einkäufe? Die Schüler haben Einkäufe getätigt. Sie sind aus dem Fußweg spazieren gegangen. Chinesische Landschaft. Ja, und die Lichtung, das ist das mit. Das sind 3, oder? 3 haben wir gefunden. Die haben wir gefunden. Dann das Pferd. Dann das Pferd. Oder das Fohlen, keine Ahnung. Das Fohlen. Und wen haben wir noch gefunden? Miguel. Die Aurelia, aber... Ach ja, Miguel auch. Und die Aurelia. Ah, Aurelia, die steht noch auf dem Platz. Da müssen wir da nochmal hin, oder? Ja. Oh. Schrotten wir nochmal hin. Ja, da müssen wir fast nochmal ein Spazierritt machen, oder wie läuft das? Ja, ja. Jetzt machen wir erstmal springen. Damit wir da hinkommen. Oh, schauen wir mal, ob wir das überhaupt überleben. Bist du bereit? Ich bin bereit. Drück. Los. Das war alles so gut. Das war richtig gut. Ja, da müssen wir mit dem Anreiten ein bisschen. Muss ich mal. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, welches Hindernis das war, weil da muss man dann eine schöne Kurve reiten, ne? Ich glaube, ich sag's dir dann. Oh Gott. Oh Gott. Unconcentrated. Oh. Ja, ja. Weißt du, was dir gut tun würde? Schlagen. Konzentrier dich, Busch. Oh, komm, Sister. Oh. Bisschen Urlaub im Konzentrationslager. Spring. Wäre eine Idee. Wert. Ach ja, das. Schon wieder vergessen. Oh, ich könnte schon wieder. Könnte schon wieder gegen ja, die Wände springen. Ja, können wir dann ist denn die Woche vorbei? Müssen wir dann alles normal machen? Keine Ahnung, ich hoffe nicht. Es hat diese Woche leider nicht gereicht. Oder zählt dann noch die Abschlussprüfung dann dazu, oder wie ist das? Nee, ich glaube nicht. Die zählt nie dazu. Die machst du dann nochmal extra irgendwie. Oh Gott. Abschlussprüfung. Gut, aber jetzt können wir am Samstag. Da, das ist das Hindernis, wo du gescheit reinreiten musst. Nein, nein, das ist es noch nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Oh, okay. Entschuldigung. Gott, Entschuldigung. Gott. Jo! Wie viele Punkte Dings hatten wir vorhin? 22, keine Ahnung. Eieiei, und die schweren Hindernisse kommen ja noch. Ja. Das ist das, wo man Kacke angereiten muss. Das ist es jetzt. Das, nee, ist, das es jetzt. Ist es nicht. Doch, das ist es das jetzt. Ist. Links, links! Ja, ich will noch ein bisschen schön ausholen. Siehst du? Ja, das war schon gut, aber wir ja, haben. Ich sag ja, das war gut. Aber auch wegen der Zeit. Ja, aber sonst lieber so, als ja, wenn du es gar nicht geschafft hättest. Ja, gut, hast du recht. Ja, siehst du. Hast du recht. So, und das ist auch, glaube ich, blöd zum Anreiten. Da machen wir auch ein Bögenchen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube ja doch. Nee, das hat man schon geschafft. Hat man nicht? Doch. Oh. Haben wir beim letzten Mal auch nicht geschafft. Das hat jetzt diesmal aber geblüht. Oh. 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 25, 75. Oh Gott. 26 ich Punkte. Ich sag doch, dieser Parcours ist so schlimm. Oh. Jetzt sind wir wieder schlechter geworden. Nein. Das Spiel wurde gespeichert. Yay. Yeah. Ja, aber so, wir machen dreimal springen jetzt noch? Nee, ist nicht gut, ne? Warte, gucken wir nochmal die Noten, nicht, dass das Fohlen abfuckt. Ja, okay. Ja, okay, springen. Wie oft? Keine Ahnung, was. Zwei? Ein noch? Auf jeden Fall zweimal. Schaffen wir noch? Mit einem schaffen wir es nicht, ne? Nee, mit einem glaube ich nicht, da brauchen wir schon eine 10. Oh Gott. Ich glaube, da kriegen wir wieder Zeit für, ne? Keine Ahnung, aber wenn wir halt jetzt eine gut machen und wir sind drüber und wir machen dann noch eins und sind scheiße, dann sind wir im Arsch. Ja, und was machen wir jetzt? Oh,
machen wir in der. Mach auf jeden Fall das Einspringen eins runter. Dann haben wir eine Pause zwischendrin. Und dann machen wir Spazierritt, genau. Und springen oder. Keine Ahnung. Zimmer. Ja. Zimmer können wir skippen. Springen ist. Ja, gut. Wir können auch dreimal springen machen. Ja, aber ich weiß halt nicht, wenn wir dann doch gut sein sollten. Dann nicht, dass wir zweimal gut sind. Und dann einmal so schlecht und dann sind wir wieder drunten. Ja, gut. Ja, los geht's. Möchtest du selber laufen? Ich lauf mal selber. Okay, da bin ich jetzt gespannt. Ich halte mich dezent zurück. Das fängt ja schon gut an. Oh Gott. Oh Mann. Wahrscheinlich ist es doch keine so gute Idee, dass ich alleine spiele. Ich störe dich jetzt nicht. Du musst dich jetzt fokussieren. Weil es liegt jetzt an dir. Wenn wir es nicht schaffen, hast du versagt. Hör auf. Die eine Hand kann dir noch eine wischen. Die eine Hand kann, aber dann versagen wir. Also solltest du mit deiner Aggression besser aufpassen. Und jetzt noch nicht das Hindernis, wo du schlecht anreiten musst. Okay, das kann ich. Nein, das ist jetzt noch entspannt. Das kommt erst danach. Jetzt kommen die drei hintereinander. Genau. So, ja, sehr gut. 4 Punkte ist okay. Das ist Das war knapp. Das. Und jetzt musst du dann aufpassen. Ja. Jetzt kommt das ein scheißiges Hindernis. Da vielleicht ein bisschen mehr Platz dir gönnen oder so, ja. Du darfst nicht lenken und springen gleichzeitig. Jetzt hast du es versaut. Jetzt habe ich es übelst verkackert. Und dann nicht zweimal. Du darfst ja nicht zweimal auf Beschleunigung drücken, wenn du gleich losrettest wegen dem Balken. Geht er dann schneller oder was? Wenn du weiter unten bist? Ja. Okay. Ja, ich habe es wieder verkackt. 16 Fehlerpunkte. Ich hasse es. Also, ne, oh nö. Aber was denn jetzt so? Das war doch jetzt gut. Ah. Eieieiei. 7,9. Oh Gott, das hat sich. Jetzt mach ich mal den anderen. Oh, nein, warte, wirklich? Ja. Nein, nicht. Nein. Mach uns nicht, nicht ganz in den Ruin treiben. Okay, wie machen wir es dann? Skippen erstmal. Ja, jetzt dann. Wow, oh, Story. Story! Romantische Eskapaden. Es war dumm von mir, mich von der Hektik und Aufregung des bevorstehenden Wettkampfes anstecken zu lassen. Wir waren ausreichend vorbereitet und die Würfel waren gefallen. Ich musste unbedingt an etwas anderes denken, zum Beispiel an Miguel. Der letzte Abend nicht an Miguel. Hat mich tief bewegt. Zuerst fühlte ich mich seiner Schüchternheit wegen etwas unwohl, aber am Ende dieses Tages fand ich ihn unglaublich romantisch. Oh Gott, ich finde es so, Miguel, wer? Das ist jedenfalls viel besser aus als in deinem Fummel aus den 80ern. Ich mag die 80er. Damals besaßen die Menschen etwas, was wir heute verloren haben. Etwas sehr Wertvolles. Und bla 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 bla. Oh, sieh dich lieber mal im Spiegel an. Ich sehe aus wie ein Pinguin. Aber wie ein verführerischer Pinguin. Findest du? Wenn alle Pinguine so knackig wären wie du, würde ich sofort auf einen Eisberg ziehen. Dann wäre aber Schluss mit Spikes Konzerten. Das stimmt. Also gut, was haltet ihr davon? Du siehst klasse aus, sag ich. Samuel? Ich fass es nicht, das ist zu viel. Samuel, verschwinde hier sofort. Hör nicht auf ihn, das bringt Unglück. Sie wird es mögen. Alles, was ich mir wünsche, ist, dass sie mehr von mir wissen will, wenn sie erfährt, was ich ihr geschickt habe. Oh nein. Schon wieder so ein scheiß. Aber jetzt schau wegen der Levisa. Hier gibt es keine Zweifel. In der Stille erwarte ich dich. Zurück lasse ich die Zeichen, die dich zu mir führen. Ein Zeichen der Offenbarung, ein Zeichen des Zweifels und ein Zeichen der Entscheidung. Du kannst jederzeit umkehren, ich werde es verstehen. Folge der Stimme deines Herzens, öffne mir deine Seele und ich werde empfangen, was sie mir zu geben bereit ist. Das erste Zeichen findest du neben der Asche meines Glücks. Ich habe es nach unserer Feier im Lager hinterlegt. Oh Gott. Jo. Hä? Ja, du kannst nicht raus. Das machen wir jetzt beim nächsten Mal. Okay. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf den scheiß Miguel. Ach, reg dich nicht so auf. Doch, ich mache mir lieber mehr Sorgen um das scheiß Springreiten. Ach, komm schon. Die Flora und der Miguel, das geht ja gar nicht. Der Miguel. Springreiten. Ah.